6. September 2012, Chapel Hill, North Carolina. Faith Hedgepeth ist 19 Jahre alt und in ihrem ersten Studienjahr an der University of North Carolina in Chapel Hill. Sie wohnt mit einer Freundin zusammen in einem Apartment in der Nähe des Campus. Am 6. September 2012, kurz vor ihrem 20. Geburtstag, geht Faith zusammen mit ihrer Mitbewohnerin und Freundin Karina Rosario zu einer Veranstaltung der Native American Alpha Pi Omega Sorority. Dabei handelt es sich um eine studentische Verbindung von amerikanischen Ureinwohnerinnen. Faith hofft, von der Verbindung aufgenommen zu werden, denn ihre Familie gehört zum Stamm der Haliwa Saponi. Bereits um 18 Uhr ist das Event vorbei. Im Anschluss gehen Faith und Karina in die Universitätsbibliothek, um zu lernen, und kehren erst um Mitternacht nach Hause zurück. Nach einer halben Stunde entscheiden sie sich, dass sie doch noch in Partylaune sind. Also gehen sie in den Nachtclub The Thrill, der exklusiv für Studenten bis 21 Jahren gedacht ist. Sie bleiben bis 2 Uhr in der Früh und kommen erst gegen 3 Uhr zu Hause an. Während Faith sich schlafen legt, geht Karina aber nochmal los. Sie lässt sich von einem Freund abholen und zu einer Freundin fahren, wo sie dann bis zum Morgen bleibt. Um 10.30 Uhr ruft Karina Faith an, denn sie möchte mit dem Auto abgeholt werden. Faith geht jedoch nicht an ihr Handy. Auch nach mehreren Versuchen reagiert sie nicht. Karina macht sich noch keine Gedanken, sie muss aber nach Hause. Letztendlich ruft sie eine andere Freundin namens Marisol an und diese fährt sie zu dem Mehrfamilienhaus, wo sie und Faith wohnen. Es ist 11 Uhr, als Karina die Treppen zur Wohnung hinaufgeht. Die Tür ist nicht abgeschlossen, aber das überrascht Karina nicht, denn sie erinnert sich, dass sie in der Nacht nur zugezogen hat. Als sie reingeht, ruft sie nach Faith, aber sie bekommt keine Antwort. Sie geht zu Faiths Zimmertür und die Tür steht einen Spalt weit offen. Karina schiebt sie ganz auf und stößt einen lauten Schrei aus. Da liegt Faith, halb ans Bett gelehnt und ihr Oberkörper ist unbekleidet, ihr Rock ist hochgezogen und darunter ist sie ebenfalls entblößt. Sie zeigt keinerlei Lebenszeichen und alles ist voller Blut. In Panik wählt Karina sofort den Notruf, doch als die Sanitäter eintreffen, können sie nur noch feststellen, dass Faith schon lange tot ist. In den nächsten Minuten schauen wir uns an, was passiert ist, nachdem Karina nachts losgegangen ist, wer Faith umgebracht hat und wie die Ermittlungen der Polizei verlaufen. Wenn du keine spannenden Fälle mehr verpassen möchtest, dann kannst du diesen Kanal gerne kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren. Vielen Dank für deine Unterstützung. Starten wir mit dieser kurzen Dokumentation. Wie die Polizei anhand der Spuren feststellt, wurde Faith im Liegen auf dem Boden umgebracht und dann aufgerichtet und ans Bett gelehnt. Es sind keine Stich- oder Schusswunden zu erkennen und auch keine Würgemale. Stattdessen hat Faith etliche schwere Platzwunden, insbesondere auch am Kopf. Es sieht aus, als hätte jemand rasend vor Wut auf sie eingeprügelt, vermutlich mit einem Gegenstand oder vielleicht auch mit einer sehr kräftigen Faust. Genaueres muss die Gerichtsmedizin herausfinden. Was aber schon direkt für die Ermittler offensichtlich ist, sind größere Mengen fremder Körperflüssigkeiten an Faiths Körper und in ihrem Zimmer. Das passt dazu, dass sie entkleidet wurde. Dem Zustand ihres Rockes nach zu urteilen, offensichtlich mit großer Brutalität. Neben Faith liegt außerdem eine leere Weinflasche und auf ihrem Bett liegt eine Papiertüte, auf der in Großbuchstaben handschriftlich steht "I'm not stupid, bitch jealous", also auf Deutsch in der direkten Übersetzung "Ich bin nicht dumm, bitch, eifersüchtig". Die Wörter sind untereinander angeordnet. Die Wortstellung bzw. der Satzbau ist ganz offensichtlich nicht richtig, darüber denken die Beamten aber zunächst nicht weiter nach. Stattdessen sehen sie sich genauer in der Wohnung um. Dabei entdecken sie in den anderen Räumen ebenfalls Spuren fremder Körperflüssigkeiten. Und das an sage und schreibe 52 unterschiedlichen Orten. Ganz offensichtlich hat sich der Täter an Faith vergangen, bevor er sie zu Tode geprügelt hat. Und das nicht nur einmal, sondern diverse Male in der ganzen Wohnung. Ob Faith versucht hat zu flüchten oder der Täter einfach Spaß daran hatte, sie durch die Räume zu zerren, während er sein grausames Verbrechen verübte, bleibt ein düsteres Geheimnis. Aufgrund der Spuren hoffen die Ermittler immerhin, dass der oder die Täter leicht zu finden sein werden. Die Untersuchung von Faiths Körper in der Gerichtsmedizin bestätigt, dass sie zum Opfer intimer Übergriffe wurde und mit einer Weinflasche diverse Male geschlagen wurde. Gestorben ist sie an einem schweren Schädelhirntrauma. Parallel zu den Untersuchungen analysiert ein Labor die DNA der Ausscheidungen des Täters. Es stellt sich heraus, dass die Spuren tatsächlich von ein und demselben Mann stammen. Auch die Spuren, die in Faiths Intimbereich gefunden wurden, stimmen damit überein. Doch leider ist die DNA nicht in der Datenbank zu finden, was bedeutet, dass der Täter noch nicht polizeibekannt ist.
Das naheliegendste ist, dass es sich um jemanden aus dem Umfeld von Faith handelt und dass es wohl möglich eine persönlich motivierte Tat war. Die Ermittler hoffen sich von Karina, dass sie Hinweise auf mögliche Täter geben kann. Sie berichtet von dem Abend vor der Ermordung und gibt auch zu, dass sie nicht daran gedacht hat, die Tür abzuschließen. Trotzdem war die Tür zugefallen und in den Rahmen eingerastet, konnte also nicht einfach aufgestoßen werden. Da keine Einbruchsspuren zu sehen sind, hat der Täter sich entweder geschickt Zutritt verschafft oder Faith hat ihn reingelassen. Als Karina von der Polizei befragt wird, wer ein Interesse daran haben könnte, Faith zu töten, fällt ihr sofort ein Name ein. Zwar hatte Faith selbst keine Beziehung und auch keine problematischen Ex-Beziehungen, aber Karinas Ex-Partner war wütend auf Faith. Dieser Ex-Freund heißt Eric Takoy Jones. Er und Karina hatten eine On-Off-Beziehung und er war gewalttätig gegenüber ihr. Deshalb hat Faith Karina darin bestärkt, mit ihm Schluss zu machen. Karina ist daraufhin bei Eric ausgezogen und mit Faith zusammengezogen. Eric wohnt allerdings immer noch im selben Mehrfamilienhaus, ein paar Etagen tiefer. Er hat immer wieder Versuche unternommen, wieder mit Karina zusammenzukommen und die beiden jungen Frauen bedroht. Einmal ist er in die Wohnung eingebrochen, hat zwei Türen eingetreten und randaliert. Am 11. Juli 2012 hat Faith deswegen eine einstweilige Verfügung gegen Eric erwirkt. Danach hat er sie am Telefon bedroht. Er sagte ihr, dass er sie umbringen würde, wenn er Karina nicht zurückbekommen würde. Faith hat Karina alles erzählt, aber die beiden waren sich einig, dass Karina auf keinen Fall zu dem gewalttätigen Eric zurückgeht. Bereits am 7. September, also dem Tag, als Faith am Vormittag tot aufgefunden wurde, befragt die Polizei Eric Jones. Er beteuert, nichts mit der Tat zu tun zu haben und darüber nichts zu wissen. Er gibt auch ohne Probleme die DNA-Probe ab, die die Ermittler von ihm verlangen. Die Polizei glaubt schon, den Täter gefunden zu haben, doch als das Ergebnis der DNA-Analyse da ist, kommt die Ernüchterung. Es ist keine Übereinstimmung. Erics DNA passt nicht mit der am Tatort und an Faiths Körper gefundenen überein. Für die Ermittler ist das jedoch kein Grund, um Eric als Verdächtigen auszuschließen. Vielleicht vermuten sie, dass er die Tat in Auftrag gegeben hat. Jedenfalls durchsuchen sie nach Eintreffen des DNA-Ergebnisses sein Auto und seine Wohnung. Außerdem überprüfen sie sämtliche seiner Aktivitäten in sozialen Netzwerken sowie auch den Facebook-Account von Faith. Sie finden zwar nichts, was darauf hindeuten würde, dass Eric etwas mit der Tat zu tun haben könnte, aber sie geben nicht auf. Dennoch ziehen sie auch andere mögliche Täter in Betracht, insbesondere Karinas anderen Ex-Freund, Brandon Edwards. Faith hat nämlich um 3.40 Uhr eine Textnachricht an Brandon gesendet. Darin steht: Hey B, kannst du bitte herkommen? Rosario braucht dich mehr als du weißt schon. Lass sie bitte wissen, dass du für sie da bist. 3 Minuten später sendete sie noch eine Nachricht, um ein Wort zu korrigieren. Das war die letzte Aktivität von Faiths Handy. Um 4.16 Uhr hat Brandon geantwortet, jedoch nur gefragt, von wem die Nachricht kam, denn er kannte Faiths Nummer nicht. Sie antwortete darauf nicht und Karina verließ um 4.25 Uhr zusammen mit dem anderen Freund das Haus, während Faith sich schlafen legte. Auch Brandon können die Ermittler jedoch keine Verbindung zur Tat nachweisen. Andere Männer aus Faiths Umfeld werden ebenfalls schnell ausgeschlossen, nur einer nicht. Fast ein Jahrzehnt lang tappt die Polizei im Dunkeln, doch ihr Hauptverdächtiger bleibt die ganze Zeit Eric Jones. Sie haben zwar keine Hinweise auf seine mögliche Schuld, bis auf die Tatsache, dass er Faith, jedenfalls laut Karina, bedroht hat und 2 Monate vor dem Mord in der Wohnung randaliert hat, aber sie lassen ihn nicht aus dem Visier. Eric beteuert immer wieder privat und öffentlich, dass er es nicht war und weist darauf hin, wie stark seinem Ruf und seinem persönlichen Befinden durch die andauernden Ermittlungen gegen ihn geschadet wird. Auch die Öffentlichkeit kritisiert zunehmend die Ermittlungen, insbesondere die Presse, die gern Informationen über den Fall haben möchte. Doch erst im Juli 2014 werden die Akten freigegeben, der Autopsiebericht sogar erst im September. Die Akten beinhalten die Durchsuchungsbeschlüsse, die Notizen aus den Befragungen, Faiths Handy, ihren Computer, Daten von ihrem Facebook-Account und ihrem Bankkonto sowie die DNA-Analyse und weitere wichtige Beweisstücke. Die Presse stößt dabei auf mehrere Ungereimtheiten. Die Stimme auf der Notrufaufzeichnung klingt nicht wie Karina, sondern wie ihre Freundin Marisol. Dass Marisol mit in der Wohnung war, haben aber weder Karina noch sie selbst erwähnt. Außerdem finden die Reporter es merkwürdig, dass die vermeintliche Karina nicht einmal in dem 8-minütigen Gespräch Faiths Namen nennt und sich nicht traut, Faith anzufassen, um zu überprüfen, ob sie noch lebt. Sie scheint auch etwas zu gefasst zu sein dafür, dass sie gerade ihre Freundin und Mitbewohnerin in diesem furchtbar zugerichteten Zustand gefunden hat.
Die Reporter haben die Vermutung, dass Karina oder Marisol erst einige Zeit, nachdem sie Faith gefunden haben, den Notruf gewählt haben. Warum auch immer. Zumindest scheint es zu stimmen, dass Faith und Karina nachts gegen 3 Uhr aus der Bar nach Hause gekommen sind, denn zu der Zeit hat die Nachbarin unter ihnen Geräusche aus der Wohnung gehört. Die Frage bleibt nur, was das für Geräusche waren. Sie beschreibt es als dumpfes Poltern, wie wenn schwere Taschen auf dem Boden abgestellt oder Möbel verschoben werden. Dreimal aufeinanderfolgend hat sie so ein Geräusch gehört. Seltsam finden die Journalisten auch, dass die Papiertüte mit der Notiz nicht genauer untersucht wurde. An ihr sind keine Blutspuren, obwohl sonst alles voller Blut war. Außerdem scheinen die Wörter falschrum angeordnet zu sein. I'm not stupid, jealous bitch würde mehr Sinn machen, wie auch einer der Journalisten anmerkt. Die Handschrift wurde auch nicht analysiert. Möglicherweise zielt die Notiz sogar darauf ab, einen falschen Verdacht zu legen. Das sind aber alles nur Spekulationen der Presse. Ein möglicher Beweis könnte hingegen ein zufällig aufgezeichnetes Telefonat sein. Von Faiths Handy ging in der Mordnacht um 1.23 Uhr ein Anruf an eine Freundin raus, aber die Freundin hörte an ihrem Ende nur seltsame Geräusche. Es hörte sich an, als wäre Musik im Hintergrund, und es sind die Stimmen von Faith, einer anderen Frau und einem Mann zu hören. Die Worte sind größtenteils kaum verständlich, aber an einer Stelle scheint Faith um Hilfe zu rufen, und dann hört man die Frau etwas sagen wie, ich glaube, sie stirbt. Und der Mann antwortet, mache es irgendwie. Die Frau und der Mann diskutieren offenbar und die Frau wird währenddessen immer wütender. Es ist auch zu hören, dass sie sich bei den Namen Eric und Rosie nennen, wobei Rosie der Spitzname von Karina ist. Nach 3 Minuten bricht das Telefonat ab. Faiths Vater und der Journalist, der sich mit der Aufzeichnung beschäftigt hat, sind überzeugt davon, dass Faiths Ermordung zu hören ist, und sie wenden sich an die Polizei. Diese geht der Sache zwar nach, kommt aber zum Schluss, dass der Anruf aus dem The Thrill gekommen ist, weil Faith laut Zeugenaussagen bis 2 Uhr in der Bar war. Die Musik im Hintergrund deutet ihrer Meinung nach ebenfalls darauf hin. Demnach kann das Gespräch nur ein Streit zwischen Karina und Eric gewesen sein und die verdächtigen Wortfetzen müssen etwas anderes heißen. Vermutlich hat Faiths Handy sich einfach in ihrer Hosentasche verselbstständigt und so wurde eine zufällige Unterhaltung aus der Bar aufgezeichnet. Das denken jedenfalls die Ermittler. Die Reporter sind anderer Meinung und hören nochmal genauer hin. Dabei stellen sie fest, dass die Musik im Hintergrund keine typische Musik wie aus einer Bar ist und dass dafür andere typische Geräusche wie Gläserklirren und Stimmengewirr diverser Personen fehlen. Außerdem finden sie heraus, dass es bei Faiths Mobilfunkanbieter öfters Softwarefehler gibt, sodass Anrufe zu einer falschen Uhrzeit verzeichnet werden. Dennoch bleibt dieser potenzielle Beweis für die Polizei irrelevant. Als eine Journalistin mit dem Inhaber des The Thrill spricht, traut sie ihren Ohren kaum. Die Bar hat auf dem Parkplatz Überwachungskameras, also könnte in der Nacht aufgezeichnet worden sein, wer Karina nach Hause gefolgt ist. Allerdings hat die Polizei die Überwachungsbänder nicht angefragt und inzwischen wurden sie vernichtet. Mehr als zu sehen, was die Polizei übersehen hat, bewirkt die Presse jedoch auch nicht. Zumindest sind sich alle einig, auch die Ermittler. Der Fall ist nicht kalt, dafür gibt es zu deutliche Spuren. Die Polizei vermutet immer noch, dass der Täter aus Faiths Umfeld kommt, da die Tat den Eindruck macht, dass sie aus Eifersucht oder Rache stattgefunden hat. Im Jahr 2016 wird mithilfe der Informationen aus der DNA ein Phantombild des Täters erstellt. Aspekte wie Haut, Augen und Haarfarbe lassen sich ziemlich eindeutig nachvollziehen. Vermutlich hat der Mann Vorfahren in Lateinamerika und/oder Afrika. Das trifft allerdings auf sehr viele Männer zu, und selbst wenn der Personenkreis auf den Bereich der Universität eingegrenzt wird, bleiben es immer noch sehr viele. Über die Jahre befragt die Polizei mehr als 2000 Männer und führt über 750 DNA-Tests durch. Am Ende sind sie jedoch genauso weit wie vorher. Der Täter scheint sich in Luft aufgelöst zu haben. Die Ermittler haben weiterhin ein Auge auf Eric, da er der einzige in Faiths Umfeld ist, von dem sie wissen, dass er gewalttätig ist und große Wut auf Faith hatte und ihr zudem gedroht hat, sie umzubringen. Von wem dann die Körperflüssigkeiten am Tatort stammten, erklärt sich dadurch aber nicht. Auch Karina bleibt für die Ermittlungen von Interesse. Inzwischen ist sie aus der Stadt weggezogen, aber die Polizei fragt sie regelmäßig über die Geschehnisse in der Mordnacht und mögliche Hintergründe aus. Sie zeigt sich kooperativ, doch mehr Hinweise gibt sie nicht, obwohl die Beamten überzeugt sind, dass sie mehr weiß. Im Jahr 2021 nehmen sich die Ermittler den Fall jedoch noch einmal von neuem vor.
Fortschritte in der Technik ermöglichen inzwischen einen detaillierteren DNA-Abgleich und es gibt eine DNA-Datenbank, in der nicht nur Mörder und Triebtäter, sondern auch andere polizeilich auffällig gewordene Personen vermerkt sind. Wie der Zufall es will, fährt ein junger Mann am 16. August 2021 betrunken in eine Polizeikontrolle in Raleigh, 40 Kilometer entfernt von Chapel Hill. Der Mann heißt Miguel Enrique Salguero Olivares und ist 28 Jahre alt. Er wäre für die Polizei nur einer von unzähligen autofahrenden Betrunkenen, doch seine DNA macht ihn unerwartet interessant. Kurz nach seiner Verhaftung wegen Trunkenheit am Steuer stoßen die Ermittler im Fall Faith Hedgepath nämlich in der Datenbank auf seine DNA. Und sie stellen fest, dass sie mit den Spuren am Tatort übereinstimmt. So wird Salguero Olivares nun also erneut verhaftet, diesmal wegen Mordes und des intimen Übergriffs. Eigentlich ist die DNA schon Beweis genug, zumal sie am Tatort nicht in Form von Hautschuppen oder Haaren, sondern als intime Ausscheidung an 52 Orten in der Wohnung sowie an und in Faiths Körper gefunden wurde. So scheint es jedenfalls. Doch tatsächlich ist das nur ein Beweis dafür, dass er sich an ihr vergangen hat. Für den Mord ist es lediglich ein Indiz, weil dieser im Zusammenhang mit dem Übergriff geschah. DNA-Spuren von anderen möglichen Tätern gab es zwar nicht, trotzdem würde die Verteidigung nach jetzigem Stand argumentieren, dass jemand anderes Faith umgebracht haben könnte, nachdem Salguero Olivares sie missbraucht hat. Doch der so nötige stichfeste Beweis lässt nicht lange auf sich warten. An der Weinflasche, die als Mordwaffe identifiziert wurde, befindet sich ein Handballenabdruck. Und dieser passt wiederum zu Salguero Olivares' linker Hand. Der Anklage wegen Mordes steht somit auch nichts mehr im Weg. Dass Salguero Olivares all die 9 Jahre lang nicht verdächtigt wurde und die Polizei nicht einmal bei den Befragungen und Durchsuchungen der Social Media Accounts auf seinen Namen stieß, hat einen guten Grund. Er und Faith hatten keinerlei Verbindung, jedenfalls keine, die irgendwem bekannt war. Salguero Olivares hat in dem Jahr, als Faith ermordet wurde, in einem Pizzaladen in Chapel Hill gearbeitet. Es ist anzunehmen, dass er Faith gesehen hat, als sie dort mit Freunden essen war und dass er sich an sie ranmachen wollte, aber sie ihn abgelehnt hat oder dass er sich dachte, dass sie ihn sicher ablehnen würde, weil er nicht intelligent genug gewesen sei. Dies würde die Nachricht auf der Papiertüte erklären. Möglicherweise hat er sie daraufhin gestalkt, sie mit anderen Männern gesehen und aus Eifersucht Rachegelüste bekommen. Vielleicht hat er schon länger geplant, sie umzubringen, vielleicht war es auch eine spontane Entscheidung in jener Nacht. Das alles wird wohl für immer im Dunkeln bleiben, denn Salguero Olivares schweigt sich zu der Tat aus und niemand anderes weiß, was in ihm vorging. Ob er im Prozess reden wird, wird sich zeigen, denn noch sitzt er in U-Haft und wartet auf den Beginn der Verhandlungen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann kannst du mir es gerne mit einem Daumen nach oben zeigen und deine Gedanken zu dem Fall in den Kommentaren teilen. Schau auch mal in die Videobeschreibung. Dort findest du eine Playlist mit anderen spannenden Fällen, die ich dir nun auch auf der rechten Seite des Bildschirms einblende. Vielen Dank fürs Ansehen und bis zum nächsten Video.